Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute zeige ich euch ein neues Backrezept. Jetzt haben wir September, was bietet sich da an? Natürlich Zwetschgen. Ich habe selber einen Zwetschgenbaum im Garten und heute zeige ich euch das Rezept von einem Zwetschgenkuchen mit Nussstreusel. Und das geht ganz einfach und das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir schon hergerichtet. Zwetschgen, ganze und gemahlene Haselnüsse und dann brauchen wir noch Mehl, Zucker, kalte Butter, etwas Wasser, Puderzucker, gemahlenen Zimt, Backpulver und Salz. Und jetzt geht's an die Zubereitung. Den Zucker mit dem Mehl und den gemahlenen Nüssen in eine Schüssel geben. Danach kommt das Backpulver mit einer Prise Salz und das Wasser und die Butter dazu. Mit den Knethaken des Handrührers knete ich mir dann einen geschmeidigen Teig. Zwei Drittel des Teiges gebe ich dann als Boden in die Springform. Diese kommt dann für eine Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit hacke ich meine Nüsse und vermenge sie mit dem restlichen Teig. Die gewaschenen Zwetschgen halbieren, aber nicht durchschneiden, den Kern herausnehmen und vierteln. Wurmige Zwetschgen aussortieren, der Kuchen ist vegetarisch. Danach schichte ich meine Zwetschgen schön in die Kuchenform. Die Zwetschgen bestreue ich dann mit einer Zimt-Zuckermischung und den restlichen Teig krümle ich dann auf die Zwetschgen. Der Kuchen kommt dann bei 180 Grad in den aufgeheizten Backofen für ungefähr 50 bis 60 Minuten. Und so einfach geht mein Zwetschgenkuchen mit Nussstreuseln. Gutes Gelingen und guten Appetit! Noch mehr Lust auf Kuchen? Dann habe ich einen Käse-Himbeerkuchen oder Windbeutel mit Erdbeeren. Und nicht vergessen, ab 7. Oktober Vox einzuschalten, da koche ich beim perfekten Dinner. Mein Gastgebertag ist Dienstag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.